Mein Name ist Christoph Müller, ich bin Elektriker in der Instandhaltung bei Heidelberg Zement in Lenkfurt und mein Themenschwerpunkt ist Emissions- und Dosiertechnik. Heidelberg Zement ist der zweitgrößte Zementhersteller weltweit mit über 50.000 Mitarbeitern und wir produzieren rund um die Uhr Klinker bzw. Zement. In der Regel erfassen wir unsere Mengen über Dosierbandwagen. Für eine Waage braucht man eine lange gerade Strecke, die ist an diesem Einbauort nicht gegeben und deswegen haben wir uns für den Bulkscan entschieden. Der Bulkscan ist sehr robust gegenüber Umgebungsbedingungen und somit nicht sehr wartungsintensiv. Bandwagen sind häufig anfällig gegenüber Staub, Feuchtigkeit und Vibrationen und müssen deshalb häufig rekalibriert werden. Die Installation vom Bulkscan war bei uns vor Ort relativ einfach. Wir haben den Bulkscan über einen T-Träger über dem Band montiert, mussten daher nicht in den Produktionsprozess eingreifen und konnten sehr einfach den Bulkscan installieren und in Betrieb nehmen. Der Bulkscan kommt außerdem mit intelligenten Zusatzfeatures. Ein Feature ist zum Beispiel die Erfassung der Schüttguthöhe. Somit können zum Beispiel große Steine rechtzeitig erkannt werden, bevor sie dann nachgelagerte Prozesse blockieren oder beschädigen würden. Ein weiteres Feature ist die Erfassung des Schüttgutschwerpunkts. Das dient dazu, dass ein Bandschieflauf rechtzeitig detektiert wird. Ein Bandschieflauf kann zu einem erhöhten Verschleiß des Bandes führen und außerdem zu Materialverlust. Der Bulkscan kann außerdem die Bandkante und Schüttgutkante überwachen. Kommt das Schüttgut zu nah an die Bandkante heran, wird ein Alarm ausgelöst und somit kann Materialverlust verhindert werden. Die Applikation bei Heidelberg Zement ist ein tolles Beispiel dafür, wie man mit minimalem Installations- und Wartungsaufwand Schüttgüter auf Förderbändern optimal überwachen kann. Und das trotz der dort herrschenden niedrigen Umgebungsbedingungen. Aber nicht nur in der Zementbranche kann der Bulkscan den Arbeitsalltag erleichtern. Wo immer die Maximierung von Transportleistung auf Förderbändern im Fokus steht, ist der Bulkscan dank der berührungslosen Volumenstrommessung eine super Lösung. Das Messprinzip des Bulkscan sorgt für konstante, zuverlässige Messdaten bei minimalem Wartungsaufwand und punktet auch mit der ein oder anderen Zusatzfunktion.